habe ich da echt viel Zeit mit verbracht. Das ist etwa ein Glockenbeat. Aber heute... Das ist etwa ein scheiß verdammter Glockenbeat. 2015 fing alles an. Und als ich dann einen besseren PC hatte, habe ich nur noch gezockt. 2017 war es jedoch so, dass ich irgendwann das Interesse verlor. Ich war gerade dabei, Minecraft zu löschen, als... Okay, bevor du weitersprichst, mach mal bitte in den Shader rein. Okay, danke. Hör mir zu. Jede Minute zählt. Ich musste jemanden auswählen, der für mich in Suro 2 etwas vollbringt. Suro 2 ist... Das hört sich an wie so eine Minecraft-Varo-Verarsche, Alter. Macht nein. GEP überhaupt noch Sinn? Simon Unge, dieser milchhassende Veganer, hat das vor kurzem ins Leben gerufen. Aber warum? Aber warum? Was hat das alles mit mir zu tun? Und was genau soll ich denn überhaupt machen? Es ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Außerhalb unserer Macht. Ich kann es dir erst am Tag vor Suro 2 berichten. Niemand darf wissen, wer ich bin. Es würde alles riskieren. Alles. Eine Sache gibt's aber noch. Ihr könnt nämlich aktiv am Geschehen teilnehmen, indem ihr mir über Instagram eure Ideen schreibt, wie das alles weitergehen soll. Ja, die kreativsten Einsendungen kommen dann auf jeden Fall in die Story und werden verwirklicht, wenn ich in Suro dabei bin. Also solche Fragen wie, wer war der Typ? Was soll ich für ihn jetzt in Suro 2 genau machen? Oder wieso kann der selber nicht machen? Einfach per Insta-DM schicken. Ich lese da eigentlich immer alles durch. Und ja, Leute, das war noch, was ich noch sagen wollte. Und dann sieht man sich beim nächsten Video wieder. Haut rein und... Cheers! Thank you.